Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, dem Source-like 3.5.6 im Modpack Tech World 2. Sollte ich öfters mal einfach am Anfang erwähnen. Beim letzten Mal haben wir Pink Slimes geholt. Haben noch dies und das erledigt. Also, wir haben die Mobfalle neu aufgebaut, haben noch ein paar Materialien und sowas gemacht. Waren im Tempel im Deep Dark, wenn ich mich recht entsinne. Und hier hat sich ein bisschen was verändert. Zum einen habe ich einen Cyanide Reprocessor gemacht. Der braucht Wasser und zwei Cyanide Ingots und daraus kommt ein Plutonium. Ja, die Quarry ist wieder angeschmissen worden. Ich habe das High Voltage Solar Panel und 5 Medium Voltage Solar Panel fertig. Habe hier ein paar Energy Crystals gemacht. Dazu brauchte man Energium, das und ein Kompressor, welcher EU-Strom braucht. Dafür brauchte man Redstone und Diamantendust. Diamonddust konnte man nur Macerator herstellen. Die Maschinen müssten wir noch haben. Macerator, Kompressor. Und ich habe in der Zwischenzeit, das kann ich mal kurz gucken, da oben den Ort für den Laserdrill aufgestellt. Und wir haben noch eine Sache zu erledigen, die ich beim letzten Mal voll vergessen habe, die letzten beide Male sogar. Und zwar müssen wir noch ein Feuerzeug wegwerfen. So. Komm, schmeiß mal's so hin. Und was auch noch ist, Sekunde. Bucket. Wir haben jetzt genug Pink Slime. Können sogar ganze zwei einfach machen. Ich habe da vorne mal ein paar Tanks hingestellt. Mit ein bisschen Meat. Und 2440 Pink Slime. Das sind sogar nur 500, die man braucht. Okay. Apropos, können wir eigentlich wieder anmachen. Und den werfen wir auch einfach weg. Weil, haben wir ja ercheatet. Ich habe das Feld hier vorne ein bisschen vergrößert. Habe hier das Upgrade rausgenommen und eine Obsidian-Chest nochmal hingemacht. Ja, sonst ist eigentlich nicht viel geschehen, außer halt der Generator hier noch. Der ist 10x10x10 und ist voll mit Plutonium und komplett aufgeladen. Zudem ist da komplett Enderflüssigkeit als Kühlung drin. Es hat ein bisschen gedauert, aber geklappt. Oh Gott, diese verdammten Slimes. Ja, passt so. Monster werden übrigens ebenfalls durch das Slaughterhouse gekillt. Und Tesseract habe ich auch noch gebaut, natürlich, selbstverständlich. Weil sonst können wir den Laserdrill nicht bestromen. Da ist er. So, zudem, das Baus habe ich aus Stone Slab Blöcken, die man übrigens mit zwei Stone Slabs nebeneinander gebaut. Und ich habe hier diese kleine Hütte gebaut. So, hier wollen wir jetzt den Laserdrill anschließen. Und wir wollen bestmöglich nicht da reingehen, denn macht noch keinen Schaden. Sobald da Strom drin ist, bekommen wir Schaden. So, und hier sehen wir, der hat ziemlich viel Energie, speicherlastig. Die Precharger ebenfalls. Hier können wir noch ein paar Laserdrill-Linsen reintun. Heißen die auch Lens? Kann sein. Welche Modpack ist das? Laser Drill. Es ist Mine Factory Reloaded. Auf jeden Fall können wir dem dann sagen, mach uns doch mal bitte hol uns mal bitte jetzt nur dieses Erz. Oder dieses und dieses Erz. Hier. White, Orange, Magenta. Die haben, glaube ich, alle verschiedene Farben. Einfach. Oh. Eine Needle Gun. Spam R Launcher. Tracking Self Prepared Anti-Material Rocket. Das sind geile Namen. PRC Memory. Porter Spawner. Zombie Syringe. Ceramic Dye. Wie sieht denn dann das Keramik aus? Ach so, es ist sowas. Kann man das nicht einschmelzen? Oh, das ist schade. Oh,
ist das ärgerlich. So, was jetzt eigentlich nur fehlt, ist A, eine Kiste. Weil ich ein Idiot bin. Ui. Okay, dann können wir eigentlich mal schauen. Haben wir noch eine Iron Chest? Nö. Haben wir noch normale Chests? Bestimmt, ja. Okay, Sekunde. Das schnell erledigt. Iron Chest. Zack. Gold Chest. Zack. Diamond Chest. Zack. Und man könnte ausfinden, ob jetzt Obsidian oder Crystal. Der Unterschied zwischen den beiden ist einfach. Wood to Copper. Okay. In der Crystal Chest sehen wir alle Items drin rumfliegen. Das empfiehlt sich überhaupt nicht. Warum? Wenn wir die Items drin rumfliegen sehen, heißt das, das Spiel braucht mehr Leistung, weil ja die ganze Zeit Items dargestellt werden. Sprich, nehmen natürlich die Obsidian Chest. Zack. Obsidian haben wir genug. Diamanten haben wir auch noch einige. Und Redstone Energy Conduits habe ich auch noch ein paar. Habe ich auch neu gemacht. So, ein bisschen hier verknuspern. Mit den Energy Crystals werden wir uns bald, wahrscheinlich jetzt schon in der Folge, dann werde ich mal kurz Kohle noch einpulverisen. Oder habe ich das? Ja, habe ich. Wenn wir uns mal ein bisschen. Moment, so. Ja, Raw Carbon Fiber machen. Das wiederum nochmal kombinieren miteinander. So, für Raw Carbon Mesh. Das schmelzen wir ein. Oder nicht? Nein, das kommt in den Kompressor. Gut, dann kommt das eben in den Kompressor. Haben wir noch einen Low Voltage? Ja, haben wir. Sollte reichen. Low Voltage Solar Panel. So, Kompressor habe ich hier drin. Da. Overclocker Upgrades sind auch drin. Overclocker Upgrades lassen die Gegenstände schneller verarbeiten, die Maschinen schneller verarbeiten. Deswegen wäre es später gut, wenn wir statt den Redstone Furnace auf Induction Furnace umsteigen. Die haben A zwei Slots zum Braten und B sind die halt, wie gesagt, mit den Overclocker Upgrades einfach schneller. So, langsam werden die Festplatten noch wieder freier. Zumindest von den Types her. Ich habe hier noch ein paar gemacht. 4 Stück. Und ja, wollen wir mal schauen. Es dauert trotzdem ziemlich lange, weil nicht genug Strom reinkommt. Ja, gut, ist egal. Ist nicht so tragisch. So, dann wollen wir zum anderen auf jeden Fall dich anmachen. Weil. Warum nicht? So einen Tesseract möchte ich eigentlich. Ja, die Sache ist, da weiß ich jetzt nicht so wirklich. Wenn ich jetzt sage, ich mache den Tesseract hier drüber quasi. Und dann die. Du gehst noch auswendig, ne? Ja. Arbeitet er jetzt schon? Ne, weil er keinen Strom hat. Oder die arbeiten einfach nur extrem. Achso, nee, ja. Kann ja noch gar nicht arbeiten. Laser Drill. Zack, zack. Dann Configuration, Receive Only. So, kriegt er jetzt Strom? Ja, der kriegt Strom über dieses Teil. Das ist gut. So. Dann wollen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen verbinden. Kriegt man jetzt schon. Oben und man brennt. Sehr gut. Ich meine, ist klar, ist Laser. So, der Work geht jetzt ziemlich hoch. Das wäre übrigens nett, wenn. Dankeschön. Was ist das? Forestry. Vielleicht schauen wir uns den dann auch mal demnächst an. Scheint auch ziemlich interessant zu sein. Aber dazu muss ich mich erstmal schlau machen. Farm Hedge. Ich weiß, dass man damit auf jeden Fall neue Pflanzen und sowas machen kann. Electrical Engine, Tin Ore, Copper Ore, Bottler, Campeter, Centrifuge, Moistener, Squeezer, Still.
Rainmaker. Demonic Fabricator requires 5 MJ. Rain Tank, Worktable, Mailbox. Mailbox, geil. Stamp Collector, Apiary, Apiary Chest, Bee House, Analyzer, das sieht sehr interessant aus. Und man kann auch andere Baumarten bekommen, so wie es aussieht. Die sehen schon richtig geil aus. Maplewood, das sieht cool aus. Das Pine, Plum, Maple. Plum sieht es auch. Sehen die Stämme im Innern voll cool aus. Apiary's Backpack, Miner's Backpack. Was bräuchte man dafür? Gar nicht so viel. Hunter's Backpack, Honeypot, das ist so, doch. Boah, wie viele Schmetterlinge haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Diurnal? Unknown Genome, okay. Was ist, Moment, was ist das? Escritoire. Okay. Keine Ahnung. Die ganzen Bienen. Hut, Zeug, Pulsating Dust. Sekunde. Oh, Entschuldigung, muss ich kurz husten. Soldering Iron. Stamp. Wofür auch immer. Hier die ganzen Mutatron. Jungle Sapling. Hill Cherry Pollen. Tree Breeding. 5%. Okay. Oh, er hat was ausgespuckt. Oh ja. Peridot ist übrigens auch neu. Peridot. Den können wir zergrinden mit Peridot Flakes. Und also, müsste ich ja so zeigen. Den Peridot Gem können wir, so wie es aussieht, für nichts benutzen. Sehr gut. So, das Ganze wollen wir natürlich noch in seinem E-System bekommen. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir das den ganzen kurz anders. Question Timer. Dankeschön. Und zwar machen wir das hier. So. Und machen per Item Duct das so. Firestorm ist übrigens ziemlich gefährlich. Burning everything except flash. You can feel the air change around you as you hold it. Ja. Mit dem Ding kann man Sachen in Brand stecken. Firestorm Flakes. Das Ding darf man nicht in der Hand halten, weil man selbst brennt und alles in der Umgebung fängt auch an zu brennen. So, daraus bekommt man ein Firestone Item. Und daraus kann man Raw Firestone machen, um Cut Firestone zu kommen, Refine Firestone. Sekunde. Entschuldigung. Hals ist gerade irgendwie, keine Ahnung. Ich trinke aber mal ganz kurz hier live einen Schluck von diesem komischen Zeug. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur ein Redstone-Signal oder eine Servo. Nehmen wir das Signal, das habe ich gerade parat. Zufälligerweise. Plopp. Achso, ja. Muss ich ja noch einstellen. Oh, Moment. Müssen wir mal auf den umsteigen. Item Mode, Send Only. Zack, zack. Sekunde. Nee, Items, zack, zack. Okay, die sollten jetzt trotzdem weiterarbeiten wieder. Ding, 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 ding. Können wir den eigentlich auch direkt bepowern? Oh, ach, Idiot. Stuffed Items. Gold OLED aus Sulfur. Und wo ist das Problem? Send es doch einfach
Prozent. Oh, ne, Energy Mod Receive Only. Sekunde. Hängt hier was? Ich habe das nämlich hier drunter gebaut. Ja. Ist die Kiste voll oder was? Nö. Das aus der Query kommt doch auch an. Oder muss ich jetzt ernsthaft noch einen zweiten Tesseract machen? Bzw. einen dritten? Oh Gott. Nein, ich komme da nicht ran. Aber ich glaube, so sollte auch gehen. Gut. Tesseract. Nicht Resurrect. Und auch nicht Tesseract. Tesseract. Frame. Ein. Machen wir gleich zwei, komm. Wenn ich schon dabei bin. In Apparel brauchen wir 8. 8? 8. Rein damit. Rein damit. Wir schauen nochmal kurz rüber. Warum klappt denn das nicht? Gold, Lead, Sulfur. Ruby können wir, glaube ich, sogar tatsächlich gebrauchen. Ruby Gem. Noch nicht. Oder Topaz? Kann man Topaz gebrauchen? Nö. Moment, da muss ich mal ganz kurz schauen. Ruby. Den können wir gebrauchen. Recipe. Ruby Fragment. Ne, warte, der, oder? Ach, den müssen wir schmelzen, okay. Oder wahrscheinlich einfach abbauen. Gut. Wie macht man den eigentlich? Verdammt. Oh, Glowstone. Sehr gut. Sehr nice. Ja, der produziert auch Glowstones. Das ist ziemlich cool. So. Tesseract. Ich habe kein Tinkers Alloy Ingot. Copper 3 und ein Tin. Ist nicht so, dass ich kein Copper habe. Moment, Copper 3, das heißt, wir nehmen noch einen halben. Und Tin müssen wir dann. 29, müssen wir einfach 32 nehmen. So. Dann packen wir hier nochmal wieder unser Zeug rein, was wir gerade nicht brauchen. Zum Beispiel Portalgun brauchen wir gerade nicht. So. Also und die Solarpanne. Brauchen wir im Moment auch nicht. So, was zu essen wäre trotzdem nicht schlecht. Und hier ist einfach mal Pending. A Planetic Server must be installed for control. Sollte ich vielleicht auch mal ein paar Vorrat machen. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. So, müssen wir es futtern. Ah, ich muss den Tesseract so noch anders bauen. Ja, wobei. Muss, glaube ich, nicht mal. Wenn ich den hinstelle, das Item 03 mache und sage, da raus, dann sollte es ja trotzdem gehen. So, können wir jetzt das Zinn einführen? Oh, leck, sollte das gehen? Ich will mal schauen, wie schnell der Generator leer gelutscht wird. Wow, er ist komplett leer. Nice. Aber die laufen trotzdem ganz gut. Und da ist der Laserdrill. Aua. Ich habe übrigens... Aua. Das muss man komplett auf dem Bedrock bauen. Also runterbauen. Das habe ich natürlich gemacht. Sonst würde er ja nicht funktionieren, logischerweise.